Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir sind hungrig und ja, es ist schon mittlerweile der nächste Tag, weil gestern bis 1 Uhr aufgenommen, so kurz vor 1. Und ich wollte das jetzt fertig haben. Warum sieht das jetzt so schwarz aus? Warte mal, dann hängen wir die mal alle wieder auf. Haben wir hier noch was? Machen durch. Und ja, wir werden jetzt ein paar Folgen mehr so etwas extra lang machen, damit die Dinger hier fertig werden. Und dann gehen wir jetzt auch mal runter, weil wir durstig sind. Und ah, wir haben Knochen. Ablegen. Da sieht man, wie wir gestern noch geparkt haben. Oder wir machen heute mal. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen heute mal so eine kleine Tour, damit wir auch ein bisschen wieder Treibstoff und so weiter kriegen. Weil Benzin wird langsam leer. Dass wir dann vielleicht das ein oder andere Dorf hier nochmal erkunden gehen. Vielleicht noch den ein oder anderen Reh erlegen. Dann packen wir mal gleich hier vorne. Dann wäre das deutlich angenehmer, finde ich. So, dass dann hattet ihr jetzt mal drei etwas längere Folgen hier, wo nur Bauen war. Dann machen wir heute jetzt mal. Wir nehmen die Axt. Weil kann sein, dass wir attackiert werden. Dann machen wir heute halt ein bisschen mehr Erkundung, rumlaufen wieder mal. Warte, wie viele Schädel haben wir? Schädel haben wir voll. Wir könnten eigentlich noch ein paar Schädellampen auf. Hier gibt es wieder bestimmt ein paar Tücher. Ja, da haben wir wieder Tücher und Stickies. Ein Sticky. Dass sich die Ureinwohner auch jedes Mal die Mühe machen, neue Totems aufzustellen. Finde ich auch irgendwie bewundernswert. Aber hier vor ein paar Tagen, da die. Stattdessen. Hier vor ein paar Tagen diese neuen Totems. Die fand ich aber auch krass. Ah, ein Knickel. Dass die hier einfach mal neue Totems hingestellt haben. Wo haben wir jetzt eigentlich noch ein paar Siedlungen? Sticky. Aber Stickies machen wir auch voll, wenn wir hier unterwegs sind. Ganz krass, wie viele Stickies hier einfach mal so rumliegen. Das haben wir jetzt schon voll. Vor allem auch, wir müssen auch öfters mal wieder pennen gehen, damit hinten bei uns das wieder nachwächst. So, einen Moment, ich muss husten. So.
Ah, wir sind hier. Ja, egal, scheiß drauf. Hier müsste es auch bestimmt irgendwo Seile geben, wieder mal. Hier der Tod. Und Fisch. Fisch ist auch super. Nee, ich glaube, hier gibt es kein Seil, was ich schade finde. Haben wir Bambi? Und das war's jetzt mit Bambi. Haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Fleisch. Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Eigentlich nach Norden. Und wieder zur Axt wechseln. Na, hier hat sich jetzt nichts gerespawnt. Außer den Stick. Hier sind aber auch echt viele Koffer und achso, genau, hier ist ja auch meine Absturzstelle. Wollen wir mal schauen, ob die hier irgendwie was Neues wieder haben. Den brauchen wir nicht. Essen. Im Grunde brauchen wir hier nichts. Und noch ein paar Bambis. Oh. Geldstoff, nice. So, dann hoffen wir mal, dass er wieder Seile gibt. Ja, aber in der gestrigen Aufnahmesession sind wir keinen einzigen richtigen Mutanten begegnet. Was auch komisch war. So, zwei Seile. Hier gibt es kein Seil und da gibt es auch kein. Nur halt jede Menge Tote. So, wo haben wir nächste Siedlung? Mal hier einen Schatten. Ja, eigentlich auf der anderen Seite vom, vom Loch. Und da oben halt eine. Dann gehen wir zuerst da oben hin. Ah ja, und davon haben wir ja auch noch eine. Komischerweise echt ruhig.
was Ureinwohner und Mutanten und so weiter angeht. Ah, da sind sie wieder. Sechser-Trupp sogar. Es werden auch immer mehr von denen größer. Ich müsste aber auch schon auf dem richtigen Weg sein. Was sagt die Map? Nicht mehr weit. Komm, wir beeilen uns mal ein bisschen. Mir ist kalt und ich bin nass. Muss auch da lang. Hier ist schon die Siedlung. Ist das die? Ja. Eine zumindest. Ah, und hier haben die wieder Stoff. Nice. Aloe Vera. Nice. Hier haben die jetzt auch kein Seil oder Benzin. Was fällt dem ein? Sein Fleisch können wir ja jetzt nicht mitnehmen. Noch ein Bambi. Nee, das ziehen wir nicht an. Mir reicht meine Lederjacke. Style haben die jetzt hier gar nicht, ne? Aber ein Computer. Noch mehr Computer. Die Riegel haben wir voll. Das haben wir auch voll. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal da unten die Dinger noch mal an. Denn wir brauchen Benzin, denn wir haben hier nur noch zwei Kanister. Boah, krass, unsere Bude sieht man von hier aus auch noch schon. Einfach nur ein Riesenkasten da hinten, ey. Den Turm sieht man nicht. Nur die Hütte. Da haben wir wieder die Nachbarn.
Wir fangen mal von ganz da hinten an. Ne, das essen wir nicht mehr. Bin jetzt ernsthaft hier hochgekommen. Ich hoffe, die gehen weiter und gehen nicht auf mich los. Die gehen weiter. Gut, dann können wir hier immer runtergehen. Und jetzt kommen die hier runter. Machen die da jetzt? Gehen die weg? Gehen die weiter? Ich hoffe, die sehen mich nicht. Der steht da und wartet auf irgendwas. Hier, die gehen weiter. Gut. So gefällt es mir lieber. Ich glaube, der hat mich jetzt gesehen. Der hat mich jetzt bestimmt gesehen. Dann gehen wir hier mal hoch. Da gibt es wieder Seil. Aber Benzin gibt es hier jetzt nicht. Ja. Dann geht auch schon langsam unter. Das heißt, wir machen uns mal gleich, nachdem wir das hier erkundet haben, wieder auf dem Weg nach Hause, damit wir pennen können. Hier haben wir nochmal ein Seil. Und hier auch noch. Ah, vier Seile, mehr können wir nicht tragen. Das ist doof. Warum können wir nicht irgendwie so eine Seiltasche oder sowas bauen? Dass wir zumindest dann 8 tragen können oder so. Auch nochmal Seil. Treibstoff. Oh, rote Farbe. Ich habe bisher keine Ahnung, was die rote Farbe macht, aber die scheint irgendwie wichtig zu sein. Wieso ist hier kein Treibstoff? Ich dachte, die hatten hier irgendwo Treibstoff gehabt. Moin! Ich will nur an euch vorbei, ja? Was mir auffällt, die sind auf jeden Fall... Der geht auf die Knie.
Ja, okay. Die singen dann. In so einem Fall, okay. Aber jetzt muss ich los. Endlich haben wir das Geheimnis gelüftet. Wenn man rote Farbe hat, dann gehen die auf die Knie und singen. Bin ich rot? Ja, ich bin noch rot. So, Ausdauer wieder am Arsch, natürlich. Aber das ist noch alles frisch. Immerhin. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Habe ich gefeiert gerade wirklich. Als wäre ich hier Gott oder sowas. Keine Ahnung. Der rote Gott. Und natürlich wieder außer Puste. Ah, ich finde das aber schon herrlich, wie das aussieht. Wir müssen aber jetzt wirklich langsam Treibstoff finden, also zwei Kanister, das wird nicht reichen. Ja, das wird so reichen müssen. Aber ich hoffe, es regnet morgen nicht. Ich würde gerne die Farbe noch ein bisschen drauf behalten, wenn die ganze Zeit dann singen. Essen wollte ich noch. Dann hängen wir den wieder hier auf.
Können wir auf oben eben die Stickies. Ah, ne, den Refill brauchen wir noch. Die Stickies irgendwo hacken. Wir fangen hier mal an. Hier haben wir auch schon einen drin, ne? Ja, nice. Langsam wird's. Dann können wir Refill unten auch noch hinpacken. Auf einen der Stühle. Ich wollte auch oben gerade noch was trinken. So. Hier ist Refill fertig. Bin nur noch dort. Ja, komm, ich will durch. Das ist auch immer super, wie man oben hängen bleibt, ne? Hier haben wir nichts mehr. Dann hier. Dann würde ich aber auch sagen, in der nächsten Folge gehen wir nochmal weiter auf Treibstoffjagd. Und ich bin euer Max Deus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.